Du spielst nur eine Rolle. Ich spiele nur eine Rolle. Wir alle spielen nur eine Rolle in diesem gewaltigen Theater, das wir Leben nennen. Jeder von uns spielt nur eine Rolle. Bloß sind die einen sich bewusst darüber, dass sie nur eine Rolle spielen, dass sie der Schauspieler sind, der eben eine Rolle belegt. Und die anderen sind sich eben nicht bewusst darüber, dass sie diese Rolle nur spielen. Sie glauben, dass sie die Rolle sind. Sie identifizieren sich so stark mit ihrem Charakter, mit ihrer Rolle, dass sie angefangen haben zu glauben, dass sie eben dieser Charakter sind. Und genauso wie es im Film unterschiedliche Charaktere gibt, die einen, die den Helden spielen, unglaubliche Abenteuer erleben und scheinbar immer siegreich aus der Schlacht hervorgehen, und auf der anderen Seite die anderen, die wiederum irgendwie nichts auf die Reihe kriegen und scheinbar nur Nebencharaktere sind. So ist es auch am Ende mit dem Film des Lebens. Es gibt die einen und die anderen Charaktere. Und je nachdem, welchen Charakter man spielt, wird man ein dazu dementsprechend passendes Bühnenbild erfahren. Und sobald du eben realisierst, dass du nicht die Rolle bist, dass du derjenige bist, der eben diese Rolle spielt, dann erlangst du die Fähigkeit, deine Rolle zu wechseln. Du kannst anfangen, von jetzt auf gleich eine andere Rolle zu spielen. Nichts hindert dich daran, dich von jetzt auf gleich anders zu verhalten, anders zu denken, anders zu fühlen, deine Identität zu shiften. Die meisten Leute glauben bloß, dass sie eben dieses eine echte Ego haben, diese eine echte Identität haben. Aber am Ende spielst du all diese Rollen einfach nur. Du kannst ja mal selber in deinen Alltag schauen. Du verhältst dich auf die eine Art und Weise zu deinem Boss, auf die andere Art und Weise zu deinem Partner und wiederum auf eine andere Art und Weise zu deinen Freunden oder deinen Eltern. Wer davon bist du jetzt wirklich? Es sind einfach nur unterschiedliche Rollen, die du eben spielst. Ich spiele gerade die Rolle des YouTubers, deswegen sitze ich gerade vor der Kamera. Das ist es einfach, was diese Rolle tut. Und wenn du das realisierst, dass am Ende die Rolle das ist, was darüber entscheidet, was im Film passiert, und dass du nicht die Rolle bist, dass du in der Lage bist, eben diese Rolle zu verändern, in eine andere Rolle reinzuschiften, dann wirst du in der Lage sein, dein Leben vollkommen zu verändern. Die meisten Leute glauben, okay, wenn ich eine neue Realität erschaffen möchte, sagen wir mal, ich möchte anfangen, mehr Geld zu verdienen, dann muss ich einfach nur meine Handlung verändern. Ich muss einfach nur mehr arbeiten. Aber wenn du doch die Rolle desjenigen spielst, der eben nicht erfolgreich ist, dann ist es völlig egal, was du tust. Du spielst immer noch dieselbe Rolle und dementsprechend werden sich die Szenen immer wieder dieser Rolle anpassen. Es liegt also nicht an den Handlungen, die wir durchführen, sondern an der Rolle, die wir verkörpern. Und die Rolle, die wir verkörpern, das Skript der Rolle, die wir spielen, ist hier drinnen abgespeichert. Das Skript ist sozusagen das Betriebssystem, nach dem dieser Charakter agiert. 95% der Dinge, die passieren, laufen einfach vollkommen unbewusst ab. Die Worte, die ich hier gerade zum Beispiel spreche. Ich kann nicht bewusst die Worte komplett wählen, gleichzeitig auf meine Atmung achten, wie ich mich bewege, wie ich mich artikuliere, meine Körpersprache und so weiter. All diese Dinge laufen im Endeffekt auf Autopilot, passend zu dem Skript, das in meinem Kopf abgespeichert ist. Je nachdem, welches Betriebssystem ich habe, wird der Charakter auf eine gewisse Art und Weise eben agieren. Ja, deswegen, es geht nicht um die Handlung selbst. Die Handlung ist sekundär. Die Handlung entspringt aus dem Betriebssystem. Denn dein Kopf sagt dir ja die ganze Zeit, mach mal das oder mach das nicht. Und diese Gedanken, die eben kommen, die entspringen eben aus dem Betriebssystem. Deswegen, wenn du zum Beispiel versuchst, deinen Träumen näher zu kommen, aber du noch gar nicht in die richtige Identität, in den richtigen Charakter reingeschiftet bist, dann kommen all diese Selbstsabotageprogramme, dann kommen plötzlich all diese Zweifel, da kommen plötzlich all diese Gedanken, die sagen, mach das nicht, es ist viel zu gefährlich, weil das einfach das ist, was der Charakter tut. Dein Betriebssystem ist das, was darüber entscheidet, was der Charakter erfahren wird. Dein Seinszustand erschafft am Ende deine Handlung und deine Handlung erschaffen deine Resultate. So ziemlich allen Leuten wird erst eine Rolle unbewusst gegeben. Durch die Außenwelt. Zum Beispiel sagen dir deine Eltern, aus dir wird doch sowieso nichts. Oder deine Lehrer oder was auch immer. Und dann fängst du an, das zu glauben. Es wird zu deiner Rolle. Du fängst dich an, damit zu identifizieren. Und dann agierst du auf Basis von dieser Rolle. Ach ja, ich bin halt echt ein Versager. Ich versuche mal vielleicht hier mein Leben zu verbessern. Ah, es hat nicht sofort funktioniert. Ah, ich sehe doch, ich bin ein Versager. Und alles, was du in der Außenwelt siehst, siehst du dann als Bestätigung dafür, dass du doch ein Versager bist. Bis zu dem Punkt, an dem du anfängst zu realisieren, hey, da sind Gedanken in meinem Kopf, die die ganze Zeit reden. Aber wer ist das,
der sich eigentlich dieser Gedanken bewusst ist? Wer ist das, der eigentlich dieses ganze Schauspiel beobachtet? Und dann fängt Stück für Stück an, deine Realität ein bisschen zusammenzubrechen. Es mag sein, dass du vielleicht eine Phase dann durchlebst, wo es sich so anfühlt, als würde man dir den Boden unter den Füßen wegziehen, weil du einfach keinen Halt mehr findest. Aber das ist der Aufwachensprozess. Du realisierst, hey, ich bin nicht der Charakter. Ich bin nicht das, was man mir einprogrammiert hat. Ich bin nicht das Programm in meinem Kopf. Ich bin derjenige, der sich darüber bewusst ist, dass da ein Programm in meinem Kopf ist. Und wenn du das realisierst, bist du in der Lage anzufangen, eine andere Rolle zu spielen. Dann kannst du anfangen, dir deinen jetzigen Charakter anzuschauen. Du schaust dir an, was ist mein jetziger Charakter? Was glaubt er aktuell? Was für Resultate erzielt er aktuell? Und dann schaust du dir an, was möchte ich eigentlich für einen Charakter spielen? Was für eine Realität möchte ich erfahren und welche Rolle muss ich dazu spielen? Die meisten Leute tun im Endeffekt einfach nur das, was die Eltern von ihnen erwarten oder was eben gesellschaftlich anerkannt ist. Das ist einfach die Rolle, die sie spielen. Sie spielen den guten Bürger, der sich dem System oder den Eltern oder wem auch immer unterordnet. Oder das Opfer oder wie auch immer diese Rolle sein mag. Es gibt da tausend unterschiedliche Rollen. So viele Rollen, das können wir uns gar nicht ausmalen. Aber wenn du realisierst, okay, ich bin nicht die Rolle, ich habe diese Rolle. Ich möchte aber ganz gerne das erfahren. Dann fragst du dich, welche Rolle muss ich dazu spielen? Und dann setzt du die jetzige Rolle, die du spielst, in Kontrast zu der Rolle, die du spielen möchtest. Denn dadurch siehst du, hey, diese Gewohnheiten, diese Gedanken, diese Dinge stehen mir im Weg. Wieso mache ich das eigentlich noch? Ach ja, genau, das sind die alten Programme. Aber diese kann ich jetzt loslassen, weil ich mir bewusst darüber bin, dass das eben nicht ich bin. Dass das einfach nur eine alte Rolle ist, die mir gegeben ist. Wie so ein Anzug, den du dir angezogen hast. Aber du kannst diesen Anzug jetzt wieder ausziehen. Und was da eben sehr hilft, in diese neue Rolle einzutauchen, ist Visualisierung. Am Ende ist es so, dass du sowieso die ganze Zeit bewusst oder unbewusst gewisse Dinge visualisierst. Immer wenn du etwas tust, siehst du dich in dieser Situation als die Person, die eben du denkst, in deinem Kopf zu sein. Und auf Basis dessen, was du denkst, interpretierst du dann all die Dinge, die eben in der Außenwelt dir passieren. Ja, die Dinge sind nicht so, wie sie sind, sondern so, wie du sie siehst. Du hast ein gewisses Programm in deinem Kopf, eine Identität, mit der du dich identifizierst. Und durch diese Linse siehst du dann alles in deiner Realität. Angenommen, du möchtest YouTube machen, aber du identifizierst dich nicht als der erfolgreiche YouTuber. Und du lädst dein erstes Video hoch und jemand gibt dir ein Dislike oder schreibt einen negativen Kommentar. Dann siehst du diesen negativen Kommentar und denkst dir ja, vielleicht stimmt das doch, vielleicht bin ich wirklich nicht dazu gemacht. Weil am Ende bestätigt diese Sache einfach nur wieder deine Identität. Wenn du allerdings vorher deine Identität geschiftet hättest und dich jetzt eben als der erfolgreiche YouTuber siehst, was würde der darüber denken? Das würde den erfolgreichen YouTuber nicht interessieren. Er würde einfach sagen, oh ja, guck mal, da ist wieder ein Hater. Hate kommt immer von unten, also muss ich doch was richtig machen. Denn worüber regt er sich schon auf? Wie du siehst, es sind nicht die Dinge, die uns passieren, sondern die Perspektive, die wir eben haben. Und die Perspektive, die wir eben haben, hängt eben von dem Programm ab, das in unserem Kopf eingespeichert ist. Und wenn du jetzt anfängst, dich jeden Tag zu visualisieren, als die Version von dir, die du sein möchtest, als die Rolle, die du erfahren möchtest, die du ja vorher aufgeschrieben hast, dann wird sich relativ schnell verändern, wie du die unterschiedlichen Situationen in deinem Leben interpretierst. Und dementsprechend wirst du andere Entscheidungen treffen, du wirst anders auf Leute zugehen, du wirst eine ganz andere Energie ausstrahlen. Es dauert wirklich gar nicht allzu lange, bis sich deine Identität shiftet. Und dann siehst du dich auf täglicher Basis als eine andere Person. Du hast eine andere Brille aufgesetzt. Und dadurch werden alle Situationen, die dir eben widerfahren, komplett anders auf dich wirken, weil du eine andere Person bist. Das Einzige, worauf du Einfluss hast, ist, wer du bist. Es ist völlig egal, was du mit deinen Handlungen veränderst. Wenn du immer noch die Rolle spielst von demjenigen, der eben keinen Erfolg hat, der eben immer wieder scheitert, dann wird genau das auch passieren. Dann werden die Selbstsabotageprogramme anfangen, sich dir wieder in den Weg zu stellen. Wenn du allerdings dich jetzt anfängst, jeden Tag zu sehen und zu fühlen und zu denken, wie die Version von dir, die eben kein Problem damit hat, was andere Leute über sie denken, die eben einfach dazu steht, was ihr gefällt, die einfach ihren Weg geht, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob andere Leute das gut finden oder eben nicht, weil es das ist, was dein Herz möchte, dann wird es für dich auch keine Rolle spielen.
dann wirst du auch all die Situationen, all die Dinge, die Leute zu dir sagen, all das, was dir im alltäglichen Leben passiert, ganz anders wahrnehmen. Ja? Die Situation ist nicht so, wie sie ist. Die Situation ist so, wie du sie als die Rolle, die du aktuell spielst, interpretierst bzw. siehst. Zwei unterschiedliche Leute können ein und dieselbe Situation komplett unterschiedlich sehen. Der eine verliert seinen Job und denkt sich, oh nein, ich habe meinen Job verloren, was soll ich nur machen, mein Leben wird den Bach untergehen. Der andere denkt sich, wird jetzt vielleicht eine spannende Phase werden, wo ich nicht weiß, was passiert, aber es ist auch eine Chance. Vielleicht kommt etwas viel, viel Besseres auf mich zu. Ein und dieselbe Situation, aber doch reagierst du. Du bist derjenige, der auf die Situation reagiert. Du bist das Einzige, worüber du Kontrolle hast. Du hast keine Kontrolle darüber, was dir passiert. Aber du hast Kontrolle darüber, was du darüber denkst, welche Perspektive du einnimmst. Und das ist eine der mächtigsten Realisationen, überhaupt zu verstehen, hey, ich bin nicht die Rolle, die ich spiele. Mir wurde eine Rolle gegeben von der Gesellschaft, von meinen Eltern, von wem auch immer. Mir wurde ursprünglich auch eine sehr, sehr unschöne Rolle gegeben. Es hat mich auch eine Weile gedauert, zu realisieren, hey, ich bin nicht diese Rolle. Ich muss nicht an dem Ganzen festhalten. Und wenn jetzt der eine oder andere jetzt kommt und sagt, ja, aber was ist damit? Und was ist damit? Und damit und damit? Das ist am Ende auch nur wieder die Rolle, die sich da gerade manifestiert. Wenn du die Rolle von demjenigen spielst, der eben die ganze Zeit Ausreden findet, dann wirst du immer Ausreden finden. Wenn du jetzt eine Ausrede hast und sagst, hey, ja, aber das steht mir gerade im Weg. Okay, und du beseitigst das Ganze, dann wird eine neue Ausrede kommen und dann wird wieder eine neue Ausrede kommen und so weiter, weil es eben das ist, was die Rolle tut. Sie findet eben Ausreden und du wirst immer eine Ausrede finden, wenn du eben eine Ausrede suchst. Deswegen ist das Einzige, was du tun kannst, um deine Realität zu verändern, eine andere Rolle zu spielen. Und dazu gibt es ein unglaubliches Zitat von Alan Watts, was hier einfach perfekt passt. Und ich liebe dieses Zitat. Ich hatte es sehr, sehr lange auch als Hintergrundbild. Und zwar hat er ungefähr gesagt, du bist nicht dazu verpflichtet, dieselbe Person zu sein, die du vor 5 Minuten warst. Du kannst von jetzt auf gleich anfangen, eine andere Rolle zu spielen. Nichts hält dich davon ab, jetzt einfach anders auf die Situation zu reagieren, anders auf die Leute zuzugehen. Und das ist am Ende das eine, was mir persönlich geholfen hat, mein Leben selber in die Hand zu nehmen, endlich meine Bestimmung zu finden und ein glückliches Leben zu leben. Für mich war es kein Leben, eine Rolle zu spielen, die mir jemand anders gegeben hat. Ich möchte die Rolle spielen, die für mich persönlich sich richtig und authentisch anfühlt. Und genau dasselbe verdienst du auch. Ich habe jetzt wirklich sehr, sehr viel geredet, deswegen möchte ich nochmal für dich zusammenfassen, was jetzt eben wichtig zu verstehen ist. Jeder spielt eine Rolle. Wir sind nur bis zu einem gewissen Grad bewusst. Die meisten Dinge passieren einfach auf Autopilot. Wenn du zum Beispiel dich irgendwo stößt, zuckst du direkt weg. Du machst es einfach automatisch. Und genauso reagierst du auch auf unterschiedliche Dinge vollkommen automatisch. Es ist einfach ein Programm, was abläuft. Und die 5%, die wir bewusst sind, wollen wir nutzen, um eben dieses Programm zu verändern. Wir nutzen die 5%, um eben Einfluss auf die 95% zu nehmen, die unser Leben bestimmen. Deswegen fragst du dich erstmal, was möchte ich eigentlich erfahren? Und dann schaust du dir deinen jetzigen Charakter an. Mach dir wirklich ein ganz klares Bild davon, was für eine Rolle du aktuell spielst. Und dann mal dir die Rolle aus, die bereit ist, das Leben zu erfahren, was du erfahren möchtest. Was für Eigenschaften hat diese Rolle? Wie fühlt sich diese Rolle? Wie denkt diese Rolle? Und dann shiftest du täglich gedanklich rein in diese Identität. Du visualisierst dich in jeder Situation als diese Version von dir. Mach das regelmäßig und früher oder später wird es Gewohnheit. Am Ende ist es aktuell auch nur für dich Gewohnheit, so zu reagieren und die Dinge so zu interpretieren, wie du es eben schon die ganze Zeit getan hast. Aber das ist nichts weiter als eine Gewohnheit. Deine Identität ist auch nur eine Gewohnheit. Du bist nicht deine Identität, du hast eine Identität. Und wenn du deine Identität veränderst, dann verändert sich automatisch alles andere um dich herum. Wenn du zum Beispiel zweifelst, dann halt dir mal vor Augen, dass du dir einfach nur etwas vorstellst. Es ist ja noch gar nichts passiert. Du stellst dir einfach nur vor, du siehst dich als die Person, die gerade scheitert. Und genauso kannst du dich in diesem Moment einfach als der Sieger sehen. Das ist genauso einfach nur eine Vorstellung. Du kannst es in dem Moment einfach ändern und dir zur Gewohnheit machen, dich kontinuierlich eben als den Sieger zu sehen, als die Version von dir zu sehen,
die du eben erfahren möchtest. Und das wird so immens dein Leben verändern, das kannst du dir jetzt noch gar nicht ausmalen. Mein Leben hat es auf jeden Fall unglaublich verändert. Und deswegen rede ich auch über diese Themen und versuche das jedem nahezulegen, dass wir eben alle in der Lage sind, unser Leben selber in die Hand zu nehmen. Dass wir nicht gebunden daran sind, was uns von irgendeinem System oder von irgendwelchen Leuten eben aufgezwungen wurde. Du bist der Meister deiner eigenen Realität. Du musst dir einfach nur das Recht rausnehmen, die Rolle zu spielen, die du eigentlich spielen möchtest. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Dementsprechend, Leute, wie ihr wisst, ihr könnt alles sein, haben und tun, was ihr wollt. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.